Dann bleibt mir jetzt gar nicht viel zu sagen, lieber Peter, als dir das Wort zu geben, zu überreichen, und ich freue mich sehr. Oh, danke, liebe Anke. Insofern die Frage an euch: Habt ihr 2021 schon durchgeplant? Ja, habt ihr ein klares Bild, was vor euch liegt, was ihr machen wollt 2021? Gerade vor überall. Also die Budgetierung und der ganze Haushaltsplan, Kladderadatsch, das war ja schon letztes Jahr irgendwo hoffentlich abgeschlossen, von denen hoffentlich, die es machen. Und Anfang dieses Jahres heißt es also überall Strategie-Meeting und nochmal Planungsmeeting. Und wie machen wir was und wo und wann? Und also Planung, 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 überall Planung, bezieht sich aber immer. Immer auf die Zukunft. Doch Zukunft, die ist komplex und somit per se nicht planbar. Wir wissen das und trotzdem planen wir. Wir sind immer und überall immer wieder bereit, in unsere Planungsfallen, würde ich sie nennen, zu tappen. Schließlich gibt uns Planung auch so ein wenig die Illusion von Kontrolle über eine Situation, die wir nicht wirklich im Griff haben. Die Kontrolle für die Zukunft, die liegt nicht bei uns, wenn es die überhaupt irgendwo gibt. Das ist eine spirituelle Frage, die diskutieren wir in der Kirche, aber lieber nicht hier. Die Corona-Krise und die diversen Pläne der Regierung zur Corona-Krise zeigen uns eigentlich recht deutlich aktuell, wie sehr wir alle im Planungsirrsinn drinstecken. Da hieß es mal irgendwann letztes Jahr, dann können wir Weihnachten uns alle treffen. Dann können wir, hieß es später, ab dem 10.01. wieder mit gesenkten Infektionszahlen rechnen und normaler leben. Und was heute geplant wurde von den Damen und Herren, ich weiß es noch gar nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, jetzt noch vorher Nachrichten zu schauen. Wenn es da schon Ergebnisse gibt, das gucke ich mir dann heute Abend, 20 Uhr Tagesschau. Und sitzt dann vor dem Fernseher und grinsebreit, ob des Planungswahnsinns. Neulich fragte ein Beraterkollege auf LinkedIn, nicht mich, sondern auf LinkedIn, ganz öffentlich, ab wann, liebe Kollegen, plant ihr denn wieder Präsenztermine? Wie sinnlos, bitte, ist diese Frage? Wer diese Frage ernsthaft in Betracht zieht, hat die größte Lernchance verpasst, die uns die Corona-Krise mitgegeben hat. Planung ist auch im besten Falle irrelevant und unzutreffend. Und doch, regelmäßig führt sie zur Insicht auch auf unsere Wünsche und Ziele, die wir gänzlich abkoppeln von dem, was eigentlich im Leben stattfindet, was Re Leben ist, was die Realität ist. Statt also geistesgegenwärtig entsprechend den realen Anforderungen auf diese zu reagieren, mimen wir die drei Affen, verschließen die Augen, machen die Ohren zu und leben in unserer Traumwelt. Dass das nicht erfolgreich sein kann, das liegt doch bitteschön sowas von auf der Hand. Doch wieso planen wir denn immer noch? Und das mehr, als uns vielleicht bewusst ist. Und dann deshalb möchte ich doch an der Stelle mal einladen zum gemeinsamen Bewusstseinsschaffen mit einem kleinen Brainstorming. Das ist vielleicht ungewöhnlich hier an der Stelle, wo wir einen Intro-Talk haben, aber lasst uns das mal ein bisschen aktiv machen. Die drei Fragen sind: Was planen wir denn alles? Welche Planungstools, welche Planungsmittel haben wir? Also womit planen wir? Und die Motivation dahinter: Wieso planen wir? Was bringt uns zum Planen? Und ich habe euch das vorbereitet auf dem Muralboard ganz links oben, da wo mein Intro-Talk angekündigt ist. Es sind schon Zettel vorbereitet. Und ihr habt jetzt bitteschön 4 Minuten Zeit. Start-Timer. Der Timer ist auch auf dem Mural zu sehen. Bitteschön, stormt mal kräftig. Und während die Letzten ihr Post-its vervollständigen oder noch das eine oder andere hinzufügen, könnt ihr euch schon mal umschauen und könnt euch da mal orientieren, wo überall noch
geplant wird oder wo wir planen, wo es euch vielleicht gar nicht so klar und bewusst ist, dass geplant wird, womit wir planen, da mal drauf schauen, um sich auch da Gedanken zu machen. Das ist sehr schön, wenn dort steht, womit wird geplant, mit Kanban, mit Mindmaps, mit Einkaufslisten, mit Zettel und Stift ist auch schön. Aber sehr schön finde ich zum Beispiel auch Kalender, sodass wir uns mal dort klar machen können, das sind die Punkte, wo wir gegebenenfalls in eine Planungsfalle reintappen. Und wenn wir das nächste Mal zum Kalender greifen, um anzufangen zu planen, dass wir uns einfach mal für einen Moment zurücknehmen und überlegen, machen wir da gerade etwas, was illusorisch oder gar gefährlich sein kann? Oder ist das sinnvoll, was wir da machen? Also mein Vorschlag an euch für das Jahr 2021 und auch darüber hinaus. Überlegt euch gut, was ihr gerade macht, ob ihr da in eine Planungsfalle tretet. Jira sehe ich da noch, Glaskugel, ja genau, Listen. Ich habe auch irgendwo OKR gesehen, perfekt, ja, so ist es. Das sind so die typischen Dinge, die man hat, wenn man an Planung denkt und wo man in Planungsfällen, in die Planungsfallen. Im beruflichen Leben kommt aber noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Planung ist essentiell und unabdingbar für die zentrale Steuerung hierarchisch aufgebauter Unternehmen. Planung ist hier eine echte Kernfunktionalität. Das gesamte System von einem normal, klassisch aufgebauten, strukturierten Unternehmen beruht auf Planung. Würde man also konsequent und ernsthaft in einem Unternehmen damit aufhören zu planen und sich mal dann bitte schön in geistesgegenwärtig mit der Realität beschäftigen, um tatsächlich Geschäft zu generieren, dann bricht das gesamte Kartenhaus zusammen. Nicht mehr zu planen bedeutet, man muss alles hinterfragen, was von der Planung im Unternehmen abhängt. Und das ist mehr, als man auf den ersten Blick meinen würde. Wenn wir aufhören zu planen und anfangen, uns vorzubereiten, dann ist das nicht mehr vereinbar mit einer zentralen Steuerung eines Unternehmens. Es ist nicht vereinbar mit externer Führung. Es ist nicht vereinbar mit Skalierung jeglicher Art. Es ist nicht vereinbar mit Zuweisungen und vielem mehr. Und eine Unternehmung ohne Planung ist de facto nicht mehr managebar. Wenn man sich das klar macht, dass wenn wir einfach mal ganz vernünftig aufhören mit Planung, da konsequent und ernsthaft rangehen und sagen, Planung ist für die Katz, ist völlig illusorisch, ist Wolkenkuckucksheim. Wir sollten uns mal an dem orientieren, was tatsächlich Leben ist, was Realität ist. Heißt das, wir müssen Unternehmen neu denken. Wir müssen Unternehmen neu aufbauen, neu strukturieren. Wir müssen schauen, wie werden Entscheidungen gefällt in Unternehmen? Wie sind Strukturen am besten entsprechend in Unternehmen aufzubauen? Und genau damit beschäftigt sich der Beta-Kodex. Wie geht unternehmerisches Sein ohne Planung? Und ich wünsche euch jetzt gleich ganz viel Spaß bei den folgenden Sessions.